Hey, willkommen zum Video. Heute mal wieder ein Pepita-Test. Ariane ist heute leider nicht dabei, weil sie irgendwie nicht so begeistert von der Idee war. Aber naja, ist nicht schlimm und es ist sich auch leider nicht zeitlich ausgegangen. Deshalb mache ich es jetzt selber. Sorry, falls ihr Hintergrundgeräusche hört. Mein Zimmer ist gleich neben dem Wohnzimmer und meine Eltern skypen gerade im Wohnzimmer. Und ja, deshalb entschuldige ich mich schon mal für das. Naja, heute die Blackhead-Maske, aber ich tue es mir nicht aufs ganze Gesicht, sondern nur da auf die Nase. Und die habe ich von meiner Freundin Jessie bekommen. Danke nochmal an dich. Und ja, 6 Gramm ist hier drinnen. Und hier verstehe ich gar nichts. Hier ist alles nur auf Chinesisch oder Japanisch oder keine Ahnung was. Und ja, ich glaube, das muss man einfach trocknen lassen. Und ich entferne jetzt mal das Puder von der Nase. Ich hasse es, dass ich hier Mitesser auf der Nase habe. Es regt mich wirklich auf. Man sieht sie zwar nicht so extrem, aber wenn man genauer schaut, und das stört mich halt. Nochmal sorry für die Hintergrundgeräusche, aber ich kann jetzt auch nicht aus der Wohnung schmeißen. Meine Freundin hat gesagt, die tut weh, wenn man sie wieder ab... Da ist gerade so... Oh, lecker! okay. Es ist eine klebrige Konsistenz, was auch irgendwie klar ist. Boah, na. Der Geruch ist jetzt nicht so angenehm. Aber sie lässt sich leicht auftragen. Oh, der Geruch ist unangenehm. That moment, wenn man mit den Verwandten in Kroatien, Bosnien oder irgendwo Skype und 95% des Gesprächs bestehen aus hörst du mich und man schreit. Man redet nicht, man schreit. Und ich sehe jetzt extrem cool aus. Ich trage es mir hier unten auch noch auf. Ich bisschen mich so eine typische Peel-Off-Maske, die von Malaya. Aber irgendwie stärker und I don't know, ein bisschen nach Alkohol. Bin so gespannt, ob das klappt. Also hier peelt sie sich schon ab, aber ich kann meine Nase nicht bewegen. Sie ist wie so versteinert und ich ziehe das da jetzt mal unten ab, weil sich das schon abzieht. Und da habe ich voll eine dünne Schicht drauf getan. Ich glaube, da zieht es nichts raus. Nee, also auf diesem Teil ist da gar nichts. Und ja, also da hat es gar nichts rausgezogen. Ich liebe es, das immer abzuziehen. Ah, das tut dir voll weh. Oh mein Gott. Oh, jetzt muss ich weinen. Mir kommt vor, es zieht zum größten Teil nur die Hautschüppchen runter und ein paar ganz, ganz feine Mitesser. Aber es macht jetzt nicht so einen Wow-Effekt. Oh mein Gott. Die Nase ist aber weicher, weil sie so wie gepeelt ist. Es ist jetzt nicht super, es ist auch nicht schlecht, es ist so genau mittendrin. Man kann es einmal ausprobieren, das ist auch wirklich nicht teuer. Aber ja, jetzt der erste Eindruck ist jetzt nicht wow und ich weiß nicht, ob ich mir das selbst kaufen würde. Aber mein Gott, bei jedem wirkt es ja anders und man kann es ja probieren. Und ich werde die Maske weiterhin testen, denn ja, ich habe dann noch mehr als die Hälfte. Aber es ist auch eine ziemlich Patzerei. Gibt es das Wort Patzerei? Naja, egal. Also das war jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Produkte habt, wo ihr denkt, dass wir sie mal testen sollen, schreibt sie in die Kommentarbox. Und ja,
Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Über ein Abo auch, damit ihr immer am Laufenden seid. Und ja, danke fürs Zusehen. Halt, tschüss!